herzlich willkommen. Ich begrüße alle ganz herzlich, dass ihr hier den Weg gefunden habt, nach Luzern ab. Da wir haben sehr viele außerkantonale Gäste. Wer ist Michael Herrmann? Das ist der Mann, der uns Politiker und politische Parteien ins Spinnennetz gefangen hat. Das ist der Mann, der bei Sotomo nicht nur arbeitet, sondern der ist der Leiter dort. Und er hat selber auch arbeitet am Geografischen Institut der Universität Zürich. Muss mir helfen, Senior Lektor, hat Geografie, Volkswirtschaft und Geschichte an der Universität Zürich studiert und promoviert am Geografischen Institut der Universität Zürich zum Thema Werte, Handel und Raum. Eben, er ist auch Kolumnist. Er schreibt Kolumnen für die Tagesanzeiger und für den Bund. Eben, das Spinnenprofil habe ich gesagt. Und was er heute uns, er hat selber auch ein Buch geschrieben, sehe ich auch gerade. 2011 hat er ein Buch geschrieben, Konkordanz in der Krise, Ideen für eine Revitalisierung. Rausgegeben hat das Avenir Suisse in der Verlag von Neue Zürcher Zeitung. Ja, jetzt sind wir gespannt, Michael, was du uns zum Thema ein Schweizer Politikmodell, eine Erfolgsstory, wie lange noch, tust du erzählen. Also bitte schön, die Bühne ist jetzt frei für dich. Lieben Dank, Yvette. Es freut mich sehr, hier vor euch allen können zu reden über das faszinierende Politikmodell von der Schweiz, weil faszinierend ist es. Und ich denke gerade auch, wenn man schaut, was rund um die Schweiz passiert. Momentan ist es weitum so, dass man denkt, es ist ein Erfolgsmodell. Es ist eine Erfolgsstory, die wir hier haben. Es ist nicht nur eine Frage unserer Wirtschaft, unserer Kultur. Es ist auch eine Frage vom politischen System, das dazu geführt hat, dass die Schweiz noch recht gut dasteht im europäischen Vergleich. Die Frage ist natürlich, jede Erfolgsstory könnte auch mal zusammengehen. Was sind die Herausforderungen, was sind die möglichen Irrwege, die möglichen Gefahren für das Politikmodell? Fangen wir an mit einer Weltkarte. Eine Weltkarte, die Wikipedia ist, schon eine bekannte Einteilung in politische Systeme. Das ist der wichtige Gegensatz zwischen dem präsidentiellen System und dem parlamentarischen System. Klar, das ist präsidentiell, also das ist sehr bekannt in den USA. Das ist ein System, das Volk, die Regierung und das Parlament direkt wählen. Dann gibt es das parlamentarische System, das ist typischerweise in Europa verbreitet. Mit Staatsoberhaupt oder mit Monarch ist es rot, es ist orange. Typisch europäisches System, dort wählt das Volk, das Parlament und das Parlament die Regierung. Ein anderes System hat Vor- und Nachteile. Und die Schweiz ist hier grün. Die Schweiz passt nicht in den Hauptgegensatz rein. Es ist aber auch nicht gelb, es ist auch nicht semi-präsidentiell, sondern es ist indirekt präsidentiell. Und hier ist die Schweiz, da sieht man es, grün, gleich wie San Marino, hier auch grün. Gleich wie Südafrika und gleich wie Burma, wo jetzt Myanmar heisst, und gleich wie Botswana. Also offenbar sind wir hier in einer illustren Gesellschaft. Aber die Frage ist eben, ist das wirklich das, was das schweizerische System ausmacht, dass es etwas zwischen präsidentiell und parlamentarisch ist? Übrigens die Abstimmung am 9. Juni. Da geht es einfach genau darum, gehen wir mehr in das präsidentielle System, weil wenn wir nämlich den Bundesrat direkt wenn wir das Volk wählen würden, wären wir eigentlich schon fast ein lupereins präsidentielles System. Außer wir hätten immer noch keinen Präsidenten, aber wir hätten immerhin 7 Präsidenten. Aber es wäre noch mehr als ein Präsident. Also, wenn wir schauen, was die Schweiz eigentlich ausmacht, dann können wir nicht einfach die bekannten Schemen nehmen, sondern dann müssen wir doch ein bisschen dem mehr auf die Spur gehen, müssen ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und es gibt zwei Sachen, die ich ganz entscheidend finde. Und das erste ist das Prinzip der Machtteilung. Die Machtteilung als etwas sehr spezifisches Schweizerisches oder etwas, das
die Schweiz auch von allen anderen Ländern unterscheidet. Und wo wir das wirklich auf eine einzigartige Art haben, ist es die Art, wie die Regierung organisiert ist. Also es gibt unterschiedliche Typen von Regierungsorganisationen. Es fängt auf der linken Seite an, bei der sogenannten monokratischen Regierung. Das ist das, was typischerweise präsidentiell ist. Also der Präsident in den USA ist die Regierung. Die Minister in den USA, Hillary Clinton bis vor kurzem als Außenministerin, ist nur zum Gefallen vom Präsidenten. Also der Präsident ist der Commander-in-Chief, das ist der Chef, alle anderen haben eigentlich nichts zu sagen. Ich habe nur eine repräsentative Würde. Also die Macht liegt beim Präsidenten. Dann haben wir ein System, wie das britische System auch sehr stark konzentriert ist, das nennt man Premier-System. Dann gibt es andere Kollegialregierungen. Es ist nicht so, dass die Schweiz die einzige wäre mit Kollegialregierung, aber das ist typischerweise eine geführte Kollegialregierung, wie man das in Deutschland hat. Also dort hat der Minister durchaus eigene Kompetenzen. Deutschland tut das Kabinett auch abstimmen. Es gibt zwar die Richtlinienkompetenz, die Kanzlerin kann am Schluss sagen, was durchgehen soll, aber die Fachminister können bei ihren Bereichen autonom entscheiden und sind nicht immer direkt auf die Kanzlerin angewiesen. Aber was es nie gibt, wirklich nie gibt auf der Welt, ist eine sogenannte ungeführte Kollegialregierung. Also eine Regierung, die 7 Gleichberechtigte sind. Auch der Bundespräsident ist ja nur der Vorsitzende, der hat die Bundespräsidentin, die haben nicht mehr zu sagen grundsätzlich, die leiten einfach die Sitzung, sind alle gleichberechtigt. Und wenn ein ausländisches Staatsoberhaupt in die Schweiz kommt, müssen ja typischerweise 7 von den Schweizer dort auftreten, weil die zusammen das Staatsoberhaupt auch noch gerade bilden. Also man ist eigentlich wirklich sehr kollektiv. Das ist fast ein bisschen sozialistisch, oder? Die Regierungsorganisation. Und das ist etwas Einzigartiges. Das ist etwas, was genau einmal in der modernen Zeit noch gegeben hat, nämlich zwischen 1918 und 1934. Ich wüsste wo, in Uruguay. Also die haben das auch mal probiert, sind in den 1934 wieder davon abgekommen. Sonst sind wir die Einzigen, die das System haben. Und dann denkt man, ja, das ist ja so typisch Schweiz, oder? Die Schweizer, die haben nicht gerne, wenn jemand rausragt, wenn eine dominante Figur in der Regierung ist und auf alle anderen abstrahlt. Das ist etwas, was den Schweizer nicht behagt. Soll auch ein bisschen gleicher sein, und wer oben rausragt, wird den Kopf abgeschnitten. Das ist jetzt noch nie passiert, das ist ja irgendwie dunkel, das müsste sein. Und ja, man würde sagen, es ist typisch schweizerisch. Aber in Tat und Wahrheit ist das gar nicht typisch schweizerisch. Es ist nämlich eine relativ moderne Erfindung, die Idee, dass man eine ungeführte, sozusagen Kollektivregierung von 7 Gleichberechtigten hat. Weil nämlich das schweizerische System, das traditionelle System, gerade in diesen Innerschweizer Kantonen, in den Traditionskantonen mit Landsgemeinde, ist das System, wo man eine Landsgemeinde hat auf der einen Seite und einen Landammann auf der anderen Seite. Und der Landammann war typischerweise eine sehr starke Figur. Es war eine Figur, die auf seiner Seite niemand kennt hat. Man hatte einen Säckelmeister und so weiter. Und ein Landesfähnrich, wie man jetzt immer noch hat, abzählt. Aber der Landammann war die dominante Figur. Das waren häufig auch wenige Familien, die immer wieder die Landammänner gestellt haben. Beispielsweise der Agedius Judi aus Glarus. Das ist ein ganz bekannter, starker Landammann war. Und wir kennen es heute noch ein bisschen, letzten Sonntag das Appenzell, der letzte Landgrenz von Carlo Schmid war. Und der Carlo Schmid ist auch so eine Figur, die natürlich mehr ist als einfach einer von diesen 7 von der Regierung. Er war 29 Jahre in der Regierung und er ist auch ein rechter Landeskapitän. Und er hat ja letztes Jahr irgendwie gesagt, dem Landammann ist noch niemand zu nahe getreten. Oder das tut auch in das Selbstverständnis verkörpern. Interessanterweise ist die Art, die Regierungsform, die wir als so typisch schweizerisch anschauen, also wenn wir debattieren ja darüber, ob jetzt der Bundespräsident mehr Macht sollte bekommen, dann sagt, ja, das passt doch nicht in die Schweiz, oder? Wir sind so, das ist aber gar nicht schweizerisch, das ist eine Franzosenerfindung. Und zwar in der Nachrevolutionszeit 1795 hat man eine direktoriale Regierung von 5 Gleichberechtigten eingeführt. Man hat das nachher, der Franzose Schweiz einmarschiert sind, hat man das in der Helvetik in der Schweiz auch eingeführt, die direktoriale Regierung. Man hat es dann wieder abgeschafft. Und 1848, als man den neuen Bundesstaat gemacht hat, hat man wieder die alte französische Idee aufgenommen. Und das war ein kleiner Erfolg. Man hat ein bisschen damals Angst gehabt, dass Frankreich, dass wieder ein Louis Gatos, Louis Sees kommt, dass wieder ein König kommt. Darum hat man die Gleichberechtigung. Die erste Regierung hat gar keine eigentliche Regierung war. Also der Robespierre war nicht ein Teil der Regierung, sondern das war ein Ausschuss vom Parlament.
Nein, sie hat immerhin gefunden, ein bisschen Regierung braucht es gleich. Aber das ist das Vorbild der schweizerischen Regierung. Also nicht alles, was so wahnsinnig schweizerisch stört, ist wirklich schweizerisch. Aber vom Prinzip her ist es eben doch etwas, was sehr gut in unser System passt. Was ihr hier seht, ist eine Analyse von Arndt Leiphardt. Das ist einer, oder wenn nicht der grosse Politologe der Gegenwart. Er ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber er ist immer noch sehr aktuell. Er hat 1999 die Studie gemacht, wo er Demokratiesystem verglichen hat. Und es ist ihm jeweils darum gegangen, wie fest ist die Macht bei einzelnen Figuren konzentriert oder bei einzelnen Institutionen. Oder wie fest ist die Macht auf viele Köpfe und viele Institutionen aufgeteilt. Und das hat er in zwei Dimensionen gemacht. Einerseits Konzentration auf den Zentralstaat, also so wie wir das von Frankreich kennen. Also sehr starke Konzentration zu einer schwachen Konzentration. Oder, und dann hat die Konzentration im Zentralstaat auf die Regierung und dort wiederum auf den Regierungschef. Das ist die zweite Dimension. Und da hat er nachher Mehrheits-Konkurrenz-Demokratie als ein Prinzip, der Konsensdemokratie als anderes Prinzip entgegengestellt. Und das hier ist die Schweiz und das hier ist Großbritannien, UK. Das sind die extremsten möglichen Typen von Demokratien. Also unter den Demokratien. UK ist extreme Machtkonzentration und die Schweiz ist extreme Machtverteilung. Also beide Demokratien haben etwas sehr Eigens mit eigenen Vor- und Nachteilen. Und was noch wichtig ist, hier ist die direkte Demokratie, auf die komme ich dann auch noch gerade zu reden, noch gar nicht dabei. Also die Schweiz ist schon extrem, wenn man die Direktdemokratie nicht dabei hat. Und dafür wird die Schweiz rutscht doch ein bisschen auf, weil wir kein Verfassungsgericht haben. Und das Verfassungsgericht ist ja wie auch eine eigene Macht. Und das ist ja bei uns eigentlich eher das Volk, das diese Rolle einnimmt, die Verfassung richten in einem gewissen Sinn. Und darum, wenn das auch noch dabei wäre, wäre die Schweiz eigentlich da ganz außen noch extrem. Aber was ist jetzt der Unterschied und was sind die Vor- und Nachteile von diesen beiden extremen Systemen? Das britische System wird hier als Westminster-System bezeichnet. Das ist eben die Idee, dass man eine starke Regierung hat. Normalerweise ist nur eine Partei in der Regierung. Das ist eine ganz spezielle Ausnahme momentan, dass es eine Koalition hat. Also normalerweise braucht es keine Koalition. Es reicht schon, wenn man 40% der Stimmen hat, wo es drei Parteien gibt, wenn man eine relative Mehrheit hat, hat man meistens im Unterhaus eine absolute Mehrheit und kann durchregieren. Großbritannien ist traditionell sehr zentralistisch, hat eine schwache Zentralbank. Parlament und Regierung sind fast klar gleichgestellt. Der Premierminister hat extrem viel Macht. Also so etwas wie Margaret Thatcher. Der Regierung vorbei, das ganze System umkrempeln, Gewerkschaften auszuhebeln, Verbände auszuhebeln, das Parlament auszuhebeln, das ist in keinem anderen Land möglich. Also in Deutschland wäre so etwas nicht möglich gewesen. Und auch der Tony Blair, ein bisschen mit einem anderen Spin, hat auch extrem viel Macht können ausüben. Und das hat natürlich etwas sehr Reizvolles, weil am Ende der Legislatur wüsste ich genau, wer verantwortlich ist. Die regiert haben, haben die Macht gehabt und dann kann man nachher auch den Zettel präsentieren, wenn sie es gut gemacht haben, wie auch immer sie nochmal. Wenn sie es nicht gut gemacht haben, ist die sogenannte Loyal Opposition, die Opposition, die parat steht und das übernimmt. Also es ist ein System, das sehr klar ist, eine sehr klare Machtverteilung, eine sehr klare Verantwortungsverteilung. Und durch das hat man als Stimmbürger auch eine klare Auswahl. Wir wählen die, wir wählen die anderen. Und das ist durch das ein System mit wenig Reibungsverlust. Oder? Das müssen ja nicht immer alle miteinander, wie die das machen, Ständerat, Nationalrat, hin und her, sondern es gibt einfach wie Türen. Und genau wegen dem ist das britische System, das Westminster System, auch schon als Elective Dictatorship bezeichnet worden, als Wahldiktatur. Und das ist es eigentlich. Es ist eigentlich eine Diktatur auf Zeit. Also man wählt und er ist die Person, Parteichef der Regierung, der kann wie ein Diktator regieren, 5 Jahre lang, 4 Jahre lang und dann wird wieder abbrechen. Das ist eigentlich eine Wahldiktatur. Und jetzt das schweizerische System. Also vieles, was ihr jetzt seht, ist eben genau nicht so, wie es in der Schweiz läuft. In der Schweiz haben wir eben nur schon Regierung, haben alle gleich viel zu sagen. Dann haben wir 2 Parlamentskammern, die genau gleich viel zu sagen haben, die aber häufig eine andere Zusammensetzung ist als in der Regierung, also nicht immer die gleichen Mehrheiten. Also wird dort schon viel verhandelt. Wir haben einen sehr starken Föderalismus. Wir haben die Direktdemokratie.
Wir haben eigentlich, und das hat schon ein Kunz mal schön gesagt, wir haben eine Regierung, die gar nicht regiert, sondern mehr verwaltet. Und das System wollen wir so. Wir wollen es so, weil wir der Überzeugung sind, dass wenn die Regierung zu fest regiert, dann ist die Gefahr, dass Machtmissbrauch passiert. Dann ist die Gefahr, dass sich die Regierenden nur selber verwirklichen wollen. Dann machen sie grosse Projekte, wollen sich in der Geschichte verwirklichen. Und wir wollen ganz bewusst eben nicht eine starke Regierung. Auch gerade mit, aufgrund von den Überlegungen, die wir vorher gehört haben, dass eben die Autorität, die Elite, nicht einfach über das Volk herrschen. Und wenn die Regierung schwach ist, wenn der Zentralstaat schwach ist, dann bedeutet das auch mehr Freiheit. Das ist die Stärke von unserer Demokratie. Und die Schwäche wissen wir natürlich auch. Wir wissen nicht so recht, wer jetzt, ist jetzt verantwortlich gewesen, wenn wir wählen. Wer ist jetzt eigentlich, wer hat das gemacht? Ist es jetzt in mir selber die Schuld? Wir haben Direktdemokratie noch so und so abgestimmt. Ist der Ständerat schuld? Ist der Nationalrat schuld? Immer wieder andere Koalitionen. Wir haben den Kantonen andere Mehrheiten. Wir wissen nie, wer die Schuld ist. Darum können wir auch nie die klare Rechnung präsentieren. Das ist das Unschöne an diesem System. Wir wissen nie so recht, wenn wir ehrlich müssen, die Rechnung präsentieren müssen. Wir müssen es eigentlich immer allen präsentieren und alle zum Teufel jagen. Das ist nicht so einfach. Und grundsätzlich bin ich fest überzeugt, dass das System, das Konsenssystem, das dann auch im Konkordanzsystem gipfelt, enorm zukunftsträchtig ist. Das ist nicht ein System von der Vergangenheit, sondern es ist ein System von der Zukunft. Und wieso ist das so? Es ist zum einen so, aus der heutigen Lebensrealität entspricht. Weil das, was Margaret Thatcher noch machen konnte in den 80er Jahren, das kann man heute gar nicht machen. Man hat viele einschränkende Faktoren. Man kann nicht mehr den grossen Politikentwurf in die eine oder in die andere Richtung machen. Parteien müssen das aber immer noch vorspielen. Die müssen immer noch sagen, jetzt können wir machen alles andere. Anders. Das wird genau dazu führen, dass die Leute dann finden, ja, aber der hat es doch gesagt. Dann haben sie es aber trotzdem nicht können machen, weil zu viele Regeln herum sind und zu wenig Spielräume, dass sie sich wirklich selber so entfalten können und das durchziehen. Und das führt zum Politikverdruss. Und das ist genau das, was wir überall in Europa sehen, dass die Leute verdrossen sind mit den Regierungen, die immer zu viel versprochen haben und das nie haben können halten. Bei uns muss gar niemand so viel versprechen, weil er weiss ja eh, er hat nie die Verantwortung. Also bei uns haben wir keine Partei, die sagt, wir machen es alles anders. Kennt ihr das Lied vom Mani Matter, vom Nationalrat Hugo Sanders, der gesagt hat, er macht alles anders und am Schluss hat er es dann doch nicht anders gemacht. Das ist bei uns viel weniger Gefahr, weil wir nicht ein System haben, das Parteien müssen so tun, wie sie alles besser können und alles anders tun. Das führt dazu, dass wir auch weniger immer Zeug aufbauen, die die nächste Regierung wieder abbaut für die uns Geld, sondern wir haben mehr Kontinuität, wir können mehr ins Längs, es geht alles ein bisschen längsamer, aber durch das macht man auch die ein oder andere blöde Mode nicht mit, die die anderen machen und nachher wieder für die uns Geld wieder rückbauen. Uns geht alles langsam, aber am Schluss spart man letztlich Geld damit, dass alles etwas langsamer geht. Und gerade in der Politik, die schnellen Lösungen, das, was gerade modern ist, geht häufig am Ziel vorbei. Darum finde ich, dass unser System sehr zeitgemäß ist. Sehr zeitgemäß, und da muss ich euch sicher nicht überzeugen, ist auch die direkte Demokratie, wo wir ja auch als Radical Democrats, oder? Da sind wir auch als lustige Kerlinnen beschrieben, da in dieser Übersicht. Das sind zwar Anhänger für die direkte Demokratie, aber wir sind hier eine Ausnahme. Und wieso ist die direkte Demokratie unter anderem so wichtig? Sie ist unter anderem so wichtig, und das ist jetzt eben wieder meine Spinne, man kann da nicht nur Politiker reinhängen, sondern man kann auch das ganze Parlament reinhängen. Und was ich hier mal gemacht habe, ist, seht die rote Linie, das ist das Parlament, der Nationalrat, und die blaue Linie ist das Volk. Ja, das ist einfach mal auf Null gesetzt, sozusagen, in die Mitte. Man könnte es auch anders schon mal machen, aber ja, das Volk, der souverän ist, dann ist das Volk in der Mitte. Und rot ist die Abweichung. Wie bei welchen Themen weicht sozusagen die politische Elite vor dem Durchschnittsvolk ab? Und dann sehen wir, welche Themen das sind. Und es ist ja nicht so Zufall, was das Thema ist. Und die grösste Grabe ist bei Migrationsfragen. Da weicht das Parlament durchschnittlich um fast 30% ab. Also wenn das Parlament für mit 70% für eine Liberalisierung ist oder eine offenere Migrationspolitik, wird das Volk nur für 40% dazu sein. Darum gibt es bei diesen Fragen ja häufig
Mehrheiten entgegen der politischen Elite. Aussenpolitische Öffnung, EU-Fragen, ist der zweitgrösste Graben. Und das fallen, die Themen fallen natürlich auf, oder? Ich kenne die Themen, sind typische SVP-Themen und das ist auch mit der Grund, warum die SVP in den letzten Jahren so erfolgreich war, weil sie ja Themen bewirtschaftet hat, wo das Durchschnittsvolk anders gedreht ist, sozusagen im Schnitt, als die Durchschnittselite. Und das Spielen von diesem Elite-Basis-Gegensatz ist das Erfolgsrezept von der SVP. Es gibt aber ein drittes Thema, das jetzt nicht unbedingt das SVP-Thema ist, das ist die wirtschaftliche Liberalisierung. Also Liberalisierungsvorlagen, mehr Deregulierung, das sind Vorlagen, wo auch das Volk eigentlich konservativer ist als die Elite. Letztlich ist das ein Beispiel, ist die Abzockerinitiative gewesen, die ist auch in diesem Konflikt verlaufen. Senkung, Umwandlungssatz, oder? Hat das Parlament zu 2/3 zugestimmt, die Bevölkerung hat zu 70% abgelehnt. Da gibt es auch immer wieder so grosse Gräben. Das ist aber dort eher die SP und Gewerkschaften, die Jusos, die in der Regel diese Themen gut bewirtschaften. Also die haben auch noch jemanden, wo sie den Reicher näher beim Volk haben. Das ist nicht nur die SVP, sondern das ist eine Frage, von welchen Themenbereichen wir reden. Und was wir hier sehen, und das ist eben der Unterschied zu diesem System, wo die Loyal Opposition einfach die andere Partei ist. Bei uns ist nicht die andere Partei eigentlich die Opposition, sondern das Volk ist die Opposition. Wir haben eine Art Zwiegespräch, nicht zwischen verschiedenen Parteien mit lustigen Ideologien, sondern wir haben immer ein Zwiegespräch zwischen der Elite und der Stimmbevölkerung. Und das ist ein Zwiegespräch, das die anderen Länder auch führen müssen, aber sie führen es eben nicht. Und auch dort sehen wir das. In Deutschland haben wir genauso Themen, haben wir genauso einen Kluf. Aber die Elite kann auch unter sich Politik machen. Grossbritannien noch mehr, und dort gibt es die Loyal Opposition. Und dort kann man wie diesen Themen ausweichen. Und wir können aufgrund von der direkten Demokratie diesen Themen nicht ausweichen. Oder die Elite kann diesen Themen nicht ausweichen. Sie muss sich diesen Themen immer stellen. Übrigens, noch, was ist der Hintergrund von diesem Graben? Das ist nicht einfach zufällig. Was ihr hier seht, ist der Durchschnittsprofil von den Leuten, die entweder eine Schulbildung haben, nehmen wir keine Berufslehre oder eine Berufslehre, und denen, die eine weiterführende Ausbildung haben, also sei es eine Fachhochschule, Uniabschluss, höhere Fachschule. Da sehen wir eigentlich, dass Elite und Basis sich eigentlich genau auf diese Art unterscheiden. Also das hat halt damit zu tun, dass Leute mit weiterführender Bildung häufig ein anderes Profil haben. Und das tut sich dann auch im Parlament widerspiegeln. Also das Parlament ist ja nicht Durchschnittsbevölkerung, sondern es sind 2/3 der Leute, haben eine weiterführende Bildung. Also sie sind eher so orientiert. Das ist einfach der Hintergrund, warum es den Gegensatz gibt. Also es ist nicht einfach irgendwie, dass die Leute missbrauchen, die haben einfach eine andere Perspektive. Aber es gibt eben auch diese Perspektive. Und was ihr hier seht, das ist so wie eine Art Öffnungsdimension. Liberal, jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinn, sondern im Modernisierungssinn. Es gibt nämlich ein Rechtsliberal und ein Linksliberal. Hier eher Gesellschaftsliberal, hier eher Wirtschaftsliberal. Und ihr seht, dass beide Räte, der Ständerat ein bisschen weniger als der Nationalrat, sich eigentlich der Stimmbevölkerung in den letzten 30 Jahren angenommen hat. Also die Dialektik, das Zwiegespräch zwischen dem Volk und der Elite, hat zu einer Annäherung geführt. Also, wäre jetzt so, nehmen wir an, ein grosser Teil, der eher SVP-orientiert ist, wären sie nicht hier. Sozusagen, die machen eh, was sie wollen, sie sind abgehoben, sie sind alle links. Also es hat sich relativ etwas verändert. Das Parlament ist heute politisiert näher an der Stimmbevölkerung. Das ist auch mit der Grund wahrscheinlich, dass die SVP nicht mehr ganz so mit der gleichen Werft und Auftreten, und viele Themen nimmt das Parlament ja mittlerweile auf. Also es ist nicht mehr so, dass einfach die Wand da ist und das Parlament auf die SVP-Themen gar nicht mehr. Das ist der Aufstieg von der SVP, aber vor allem auch Abstimmungsinitiativen, die zu dem geführt haben. Also ich mag mich noch gut erinnern, Anfang 90er Jahre hat es einen kompletten Umbau von der Regierung geben. Es hat eine Volksabstimmung gegeben über neue Regierungsorganisationsgesetz und so weiter. Das ist hochkant runtergefallen. Das ist noch gemacht worden vom Ständerat. Es hat ganz viele Staatsrechtler gehabt. Damals der Herr Zimmerli von Bern und der Herr. Der Herr Rinoff von Basel, genau. Und der Herr von Genf, der Pötibier von Genf. Das ist so ganz eigene
sehr elitäre Kultur gewesen, aber der Ständerat hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, auch dass der Sturm aufs Stöckli von der SVP gescheitert ist. Also das ist, von mir aus gesehen, wirklich der zweite Erfolgsfaktor ist, dass uns Leute nicht wie in einem Raumschiff einfach für sich irgendwo abgehoben politisiert, sondern sie müssen sich immer stellen. Ich bin aber sehr fest der Meinung, einen gewissen Gegensatz soll es immer geben. Die Leute sollen ja auch führen, die sollen ja vielleicht ein bisschen vorausdenken und sollen eine andere Perspektive haben als Durchschnittsbevölkerung. Das ist in einem Betrieb auch so. Da erwartet man, dass der Boss-Chef auch eine andere Perspektive hat als der Mitarbeiter. Also gleich sollen sie nicht sein, aber dank der direkten Demokratie ist der Graben nie so gross wie in anderen europäischen Ländern. Und er wird immer so auf einem gewissen Niveau gehalten. Man kann immer sich mit dem Parlament auseinandersetzen und die können sich dem Diskurs nicht einfach völlig entziehen. Ja, jetzt soll ich sagen, gewisse Wurzeln von diesem System liegen eigentlich in Frankreich, gar nicht in einem Appenzell ist oder in der Innerschweiz. Aber was sind jetzt die Wurzeln und was ist die Basis von diesem Erfolgsmodell von der Schweiz? Und da muss man ein bisschen über die reine Politik ausrollen. Etwas vom Wichtigsten finde ich, was das Modell ausmacht, sieht man in dieser Umfrage von meinem Kollegen Claude Blanchon, vom GFS-Institut, die haben die Leute gefragt, gehört ihr zum Mittelstand? Und objektiv gesehen gehören in der Schweiz, wie in vielen anderen Ländern, 60% zum Mittelstand. Also 40% gehören nicht zum Mittelstand, weil sie entweder weniger oder mehr verdienen. Aber wenn man die Leute fragt, sagen eigentlich fast 90%, sie sind ein Teil vom Mittelstand. Und Mittelstand ist eben nicht nur eine Frage vom Einkommen, sondern es ist eine Frage von der inneren Haltung. Und das, was wir vorhin gesehen haben, basiert eigentlich, das ist das Fundament von dem, ist die schweizerische Mittelstandsgesellschaft. Dass wir sehr viele Leute haben, die mittelständisch denken. Und das ist eben die Mittelstandsgesellschaft, jetzt beispielsweise, das ist ein typisches Bild von der schweizerischen Mittelstandsgesellschaft, wenn man genau hergeschaut hat, seht ihr auch, wer das ist. Die Dame ist vorher schon mal vorgekommen, das ist Bundesratsleihweise im Aargau mit der Doris Leuthardt als Bundespräsidentin. Und das ist ja so typisch, oder? In Deutschland ist selbst der normale Bundestagsabgeordnete, die hat eine grosse Limousine, hat Leibwächter und lebt ein ganz anderes Leben. Und bei uns erwartet man von der Politik, dass sie eben nicht so abgehoben sind, dass sie sich auch für Artisans geben, wie der typische Mittelstandsleute würde. Und das ist die geistig-moralische Haltung, die wieder Kitt und Basis und Wurzeln von unserer Gesellschaft, von unserer Politik, von unserer politischen Kultur ist. Wieso ist das so? Wieso ist das in der Schweiz so ausgeprägt? Es gibt eigentlich drei Gründe. Der erste Grund ist die räumliche Ordnung, der Föderalismus, aber nicht nur der Föderalismus, auch die sehr dezentrale Besiedlung mit vielen kleinen Orten und Städten. Die führt dazu, dass man nicht wie in Paris oder London die grossen Klassengegensätze hat. Es ist immer dort, wenn die Städte sehr gross werden, sind auch die Gegensätze am grössten. Da sind die einen ganz weit oben und die anderen ganz weit unten. Und wir haben in vielen kleineren Orten auch Oberschicht und Unterschicht, aber es ist alles viel näher beieinander. Und das führt dazu, dass viele eben sich als Teil von diesem Mittelstand sehen. Der zweite Grund ist die Gesellschaftsordnung. Also ein Grund ist, dass wir die Adligen viel früher als viele andere zum Teufel geschickt haben. Sehr erfolgreich 1848. Die Schwaben hinter der Grenze in Baden-Württemberg haben es auch probiert, das ist ihnen auch nicht Glück. Und das ist in der Schweiz Glück, die 1848er Revolution. Aber schon viel vorher hat man immer ein distanziertes Verhältnis zur Aristokratie gehabt. Nicht überall in der Städte. In Bern hat man noch heute ein bisschen aristokratische Grundhaltung, zum Teil auch in Basel. Aber insgesamt haben wir eine sehr Gesellschaft, die eigentlich eine Kritik, oder die weit weg ist von aristokratischem Denken. Und etwas, was ich noch interessant finde, was sich das auch äussert, ist nicht zuletzt auch die Kultur der Schützenfest, von der Bewaffnung der einzelnen Leute. Und das ist nämlich genau etwas, was in sehr hierarchischen, aristokratischen Gesellschaften nicht tut. Und dort traut man dem Bürger nicht über den Weg und traut ihm auch nicht eine Waffe in die Hand zu geben. Also das, was jetzt so als konservatives Übelblitzel bewertet wird, oder bei der Abstimmung wegen der Waffe ins Zeughaus, und wo ja in meinem Milieu überhaupt niemand verstanden hat, dass man das noch hat, die Waffe daheim, weil das ist ja nur aus der Optik von der Frage von der
von der Familientragödie und Selbstmord gesehen worden. Aber dass das ursprünglich etwas Erzliberales war. Dass nämlich das Vertrauen ist, dass man eben nicht Angst hat, dass die diese Revolution gegen die Obrigkeit machen, sondern wir vertrauen den Bürgern. Das ist etwas Urliberales aus dem 19. Jahrhundert, hier beispielsweise im eidgenössischen Schützenfest. Und der letzte Grund, der dritte Grund, warum wir die Gesellschaft auch heute haben, ist die Wirtschaftsordnung. Wir haben eine sehr gewerblich geprägte Industrie, eine Industrie, wo viele Arbeiter immer auch noch Bauern waren. Also beispielsweise hier im Glarnerland. Man hatte viel Heimarbeit gehabt. Und dadurch haben viele Arbeiter auch ein bisschen wie Gewerbler und Unternehmer gedacht. Immer so. Hingegen, wenn ihr eine grosse Konzentration habt mit riesigen Fabriken, wie im Ruhrgebiet, wie in Wallonien, in Belgien oder wie in Liverpool, dort habt ihr nachher eine sehr grosse Distanz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und Arbeitnehmer entwickeln ein proletarisches Bewusstsein, also ein sozialistisches Bewusstsein, wo sie überhaupt nichts mit der Idee des Unternehmertums anfangen können. Und die Unternehmer müssen sich auch weit über die Arbeiter abgrenzen, müssen sich aber hier erheben, wo sie mit denen auch nichts anfangen können. Die sind auch potenziell revolutionär und gefährlich. Und bei uns sind sowohl die Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer traditionell gewerblich orientiert, haben eine hohe Identifikation miteinander. Und darum hat das Russland auch so fasziniert, wo wir hier über mehr Ferien können abstimmen konnten, wo uns ja eigentlich klar ist, dass das keine Mehrheit wird haben, also vor einem Jahr, die Ferieninitiative. Aber für andere Länder ist das unvorstellbar gewesen, dass die Mehrheit der Arbeitnehmer sich nicht einfach mehr Ferien nimmt, wenn man es schon haben kann. Und das zeigt genau die Denkweise, die Mittelstandshaltung, die bei uns sehr stark verankert ist. Also das sind die drei Faktoren. Und interessant ist, wenn man das jetzt auch noch ein bisschen innerhalb der Schweiz anschaut, ist die Mentalität auch eher eine Deutschschweizer Angelegenheit, als eine Welsche oder Tessiner Angelegenheit ist. Also beispielsweise hier oben Arbeitslosenquote. Seht ihr immer wieder so Karten. Hier tief, steht ist sie hoch, weil dort auch viele Arbeitssuchende sind. Aber dann hier schöne Sprachgrenzen entlang, selbst im Wallis ist schöne Sprachgrenzen entlang, ist plötzlich eine viel höhere Arbeitslosigkeit. Die sind ja zum Teil genau in der gleichen Arbeitsmarkt. Das ist auch untersucht worden. Also wieso ist eine Gemeinde links hat sie mir 7% und eine Gemeinde rechts hat sie mir 2% und 3% Arbeitslosigkeit. Das ist eben auch eine Frage von der inneren Haltung. Also Arbeitslosigkeit ist nicht nur eine Frage von der Arbeit, sondern es ist auch eine Frage, geht man schnell Arbeitslosengeld holen oder nie, oder versucht man sich sonst über den Weg zu bringen. Also das ist auch eine Mentalitätsfrage. Jugendliche ohne Ausbildung sind auch ein Sprachgraben. Wir haben auch das duale Bildungssystem. Das ist viel stärker verankert in Deutschland als in der Romandie. Und das ist auch noch eine interessante Klammerbemerkung. Finnland schneidet ja immer so gut ab bei der PISA-Studie. Immer die beste Ausbildung. Aber die haben eine von der höchsten Jugendarbeitslosigkeiten. Und wir haben zwar so mittelmäßige PISA-Ergebnisse, aber eine sehr tiefe Jugendarbeitslosigkeit. Und was ist am Schluss wichtiger, dass Kinder überall perfekt sind oder dass sie nachher eine Arbeit haben? Und das wissen wir, das wissen jetzt die in Spanien und Italien auch. Das Wichtigste ist auch für das Selbstbild, für das Selbstbewusstsein, für die Entwicklung eben von der Selbstverantwortung ist eine Arbeit. Und wenn man keine Arbeit hat, schon als Jugendlicher hat, ist das sehr heilig. Und dann auch noch so etwas, was ich finde, passt auch sehr gut, die Zahlungsmoral von Firmen. Da haben wir auch wieder den Gegensatz Deutsch-Schweiz. Romandie und die Einzigen, die noch ein bisschen ausscheren, sind die Schweizer. Offenbar sind die doch ein bisschen fest auf Steuersparen aus und Geldsparen aus. Also vielleicht nicht im Ganzen so freundeigenössisch. Der Gemeinsinn ist da schon ein bisschen verloren gegangen. Fast ein bisschen wie die Deutschen. Das habe ich einfach übersprungen. Da seht ihr, dass eben die mittlere Stufe auch bei der Bildung in der Schweiz sehr ausgeprägt ist. Dann kommt jetzt noch zu meinem letzten Teil und zu der Frage der Herausforderungen an das Modell. Oder? Jetzt habe ich einfach sehr gerühmt, bin auch ein Fan von diesem Modell. Aber es ist ja nicht nur problemlos, sondern es hat Herausforderungen. Aber prinzipiell ist meine Hauptmessage, wir müssen Sorge haben zu diesem Modell. Es ist einzigartig und es ist eigentlich sehr zeitgemäß für das Lösen von diesen Problemen, wo eben die wechselnden Regierungen immer nur meinen, vorspiegeln, sie haben gute Lösungen. Die Leute frustrieren, weil doch nicht eine bessere Lösung kommt. Also wir haben es jetzt in Spanien gesehen, oder? Haben sie die Konservativen zum Teufel geschickt.
Wir haben zuerst Sozialisten zum Teufel geschickt, jetzt werden sie die Konservativen auch zum Teufel schicken, aber das wird eh nicht ändern, weil die haben alle ähnliche Herausforderungen. Etwas, was mir Sorgen macht in der Schweiz, ist, was ihr jetzt gerade hier seht. Das ist wieder der politische Raum von vorher, dass die Gemeinden drinnen von der Deutschschweiz, dort seht ihr die drei grossen Städte, Luzern ist irgendwo hier, hier oben sind die reichen Gemeinden, die sind eher liberal, das ist so der typische FDP-Groove, oder? Liberal und bürgerlich. Da sind die ländlichen Gemeinden, das wäre eher so SVP-Groove, rechts in Wirtschaftsfragen und konservativ in dieser Öffnungsachse. Das ist die Situation 1985. Was ihr seht, ist, wie sich das in den letzten 25 Jahren verändert. Ja, was ja vor allem sichtbar ist, ist so wie der Stadt-Land-Gegensatz, der hat es da auch schon ein bisschen gegeben. Aber es ist die Städte sind hier so umgegangen von so Arbeitervorstädten. Aber dass richtig so der Gegensatz aufgegangen ist, das ist eigentlich erst in dieser Zeit passiert. Das ist ja in dieser Zeit passiert, wo das Umland ist sehr bürgerlich geworden, noch bürgerlicher und die Städte sind alle nach links gegangen. Und was ist, wieso finde ich, es sind immer noch gleich von Linke und gleich von Rechte wie vorher, aber sie haben sich räumlich gemischt und wieso ist das problematisch? Das ist etwas, was die Amerikaner noch sehr viel besser kennen als wir. Und dort ist der Prozess noch viel extremer. Da gibt es selbst zwischen Städten gibt es so Unterschiede. Also in Texas, sehr republikanisch, gibt es Houston, republikanische Hochburg, das ist der Ort von Big Oil, oder? Energie, das sind, und die im Ölgeschäft sind, sind eher konservativ. Und Austin ist eher so Hightech, alternativ, demokratisch, ist so wie eine demokratische Insel im konservativen Texas. Völlig trennt. Und der Bill Bishop ist mal auf Austin gezogen und ist völlig fasziniert gewesen, dass da in Austin, mitten in Texas, eine ganz andere Mentalität herrscht als überall sonst. Und der hat eine Untersuchung gemacht und der hat etwas Interessantes gezeigt. Nämlich, dass je mehr Konservative und Liberale, Linke und Rechte räumlich nicht mehr zusammenwohnen, sondern in Ghettos wohnen, nämlich selbstgewählte Ghettos. Also man geht dorthin, wo die Leute gleich denken, weil das ist weniger anstrengend, man fühlt sich bestätigt. Aber je mehr man das macht, desto mehr schaut man die anderen als Karikatur von irgendeinem selber an. Und das gibt es in beide Richtungen. Also wenn ich in meinem städtischen Milieu, intellektuellen Milieu, wenn wir dort über die SVP reden, sind das alles irgendwie so ländliche Monster, oder so wie die Masken von der Fasnacht irgendwo. Das ist so, also die Leute und das wird als barbarisch angeschaut. Wenn man die Leute kennt, findet man sie plötzlich viel sympathischer und merkt, dass die Unterschiede gar nicht so gross sind. Aber man sieht es auch das andere. Also wenn man irgendwo auf dem Land ist und die Leute über die Stadt gehört reden, hat man das Gefühl, dass sie alles vaterlandlose Multikulturalisten, die überhaupt nichts mit der Heimat am Hut haben. Also das gibt es in beide Richtungen. Aber das Problem ist, dass die Gesellschaft bei uns immer mehr trennt. Und das helfen nachher Blogs auch so. Dass man gibt sich mit also so Online-Zeitungen, wo man einfach nur noch unter Gleichgesinnten ist und sich bestätigt, dann geht der Kit, den ich ja vorher gesagt habe, sehr wichtig für die Schweiz verloren. Das wäre jetzt mein erster von den beiden Schlüssen, die ich ziehen will. Also die Mischung, die Individualisierung, die das eben nicht mehr alle fühlen, hat ja das Militär noch die Rolle gespielt, dass ganz unterschiedliche Schichten zusammengekommen sind. Auch wenn wir jetzt immer noch die allgemeine Dienstpflicht oder Militärpflicht haben, es ist natürlich so, dass gewisse Milieus nicht ins Militär gehen. Entweder gehen sie in Zivildienst oder machen den blauen Weg. Es ist das hier. Ganz spezifische Milieus, und die bleiben dem unter sich. Und das tut sich nachher in der schwindenden Gemeinsinn, aber letztendlich auch in der schwindenden Eigenverantwortung manifestiert. Also das ist eben genau unsere Gesellschaft, wo die Leute selber verantwortlich sind. Da hat es mit der Arbeitslosigkeit gesehen, weil die der Gemeinsinn, der Sinn für den anderen weggeht, geht man eben auch schneller das Arbeitslosengeld abholen. Weil die Verantwortung nicht mehr hat. Man bescheisst noch schneller bei den Steuern. Es gibt ganz viele Sachen, es sind nicht nur die unten, sondern auch die oben, die nicht mehr an die Gesellschaft glauben. Und ein wichtiger Aspekt ist das Milizsystem. Wir wissen, das ist eine grosse Diskussion, es ist immer schwierig, Leute zu finden, nicht einmal das eher auf nationaler Stufe. Individualisierung, Professionalisierung, also Berufskarriere fordert immer mehr, die Familie fordert immer mehr, das finde ich auch interessant, auch von Männern. Also, und heute ist auch eine Kindererziehung, früher hatten Kinder einfach so gehabt, und heute ist das fast eine Wissenschaft. Die Leute haben extrem hohe Ansprüche, wie viel sie müssen für Kinder da sein. Das macht das Milizsystem immer schwieriger, ich höre es von allen Parteien, dass es schwierig ist, Leute zu finden. Das Milizsystem ist natürlich auch genau
Teil von dieser Mittelstandsgesellschaft, die alle ein bisschen Verantwortung tragen, von dieser Gesellschaft, die nicht jeder oben sind und jeder unten, sondern wo man irgendwie zusammenkommt. Und das sind ganz klare Herausforderungen an unser System. Und dann noch zum Schluss noch, vielleicht etwas, ich würde mich wundern, ob ihr das auch teilen, das ist jetzt noch eine andere Perspektive von Herausforderungen. Und ich kenne ich vielleicht auch mal hier, General Guisson, hier bei der Mobilmachung war. Wir haben eine andere Herausforderung, die ist ja vorher schon erwähnt worden vom Herrn Ablättler. Wir sind heute in einem sehr kompetitiven, eng verwobenen internationalen Umfeld. Wir stehen uns mehr auf den Füßen umeinander als noch vor ein paar Jahren. Wir interessiert man sich gegenseitig, was die so machen, was die für ein Steuersystem haben. Und in der Zeit des Kalten Krieges hat es die auf der richtigen und die auf der falschen Seite gegeben, wir können machen, was wir nicht wollen. Das ist heute nicht mehr so. Die Wege sind kürzer, die Konkurrenz ist grösser. Und man muss sich auch bewusst sein, das System, das ich vorher so gepriesen habe, das von der Machtteilung, das ist eben, wir wollen eine schwache Regierung. Aber wollen wir auch eine schwache Regierung gegen außen? Also ist das, wir wollen eine schwache Regierung gegen innen, oder? Weil sie nicht so viel Macht hat, so viel verwirklichen. Aber sind wir nicht unter Umständen daran interessiert, wenn es darum geht, unsere Interessen zu vertreten, dass hier jemand hersteht und das wirklich machtvoll tun kann. Und darum kommen wir jetzt auf General Guisson, weil so habe ich das gebraucht. Wieso gibt es genau in Kriegszeiten nicht einfach ein paar Korpskommandanten und der Chef der Armee, sondern es gibt den General. Der General ist genau in Krisenzeiten, tut man den ernennen und man tut ihn dann auch wieder zurück. Man will nicht immer einen General haben. Aber in Krisenzeiten ist immer ganz, es sind sich einfach alle einig, braucht es klare Line of Command, wie das die Amerikaner sagen. Es braucht einen Commander in Chief. Und die Frage ist ein bisschen, ist unser System von 7 Schwachen, ist das eigentlich gut? Aber im Inland ist es gut, aber ist es so gut wie im Ausland? Es gibt keine einfache Antwort. Aber es gäbe zum Beispiel eine Idee, dass wir jemanden haben könnten, der genau für außenpolitische Fragen eben mehr Macht bekommt. Oder genau in Krisensituationen. Mein General, dass der Bundespräsident in Krisensituationen mehr Kompetenzen bekommt. Und nachher aber auch wieder von diesen Kompetenzen enthoben wird, wenn die Krisensituation fertig ist. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es auch Sicht, die sagen, das ist vielleicht nicht so gescheit. Aber einfach, wenn ihr euch das mal überlegt, eigentlich wollen wir nicht eine schwache Regierung heraus, wir wollen einigen. Und was mich auch dünkt, ist, aber wir sind jetzt sehr stolz auf uns, aber ich mag mich noch erinnern, Ende 90er Jahre waren wir die gewesen mit der Wachstumsschwäche und der Jean-Daniel Gerber, der Chef vom SECO damals, hat gesagt, wenn es so weitergeht, sind wir gleich mal auf Stufe von Bulgarien, von der wirtschaftlichen vom Wachstumskurs. Das kann manchmal schnell gehen. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen, auch wenn wir jetzt anfangen, die Wirtschaftsordnung aus Wachstumskenntnis, wenn nicht zu fest wachsen, wir sind doch ganz gemütlich, wir sind eh besser als alle anderen, wenn wir anfangen, die Vorteile von dieser schweizerischen liberalen Marktordnung anfangen, bremsen, wenn wir aber auch aus konservativer Sicht anfangen zu tun, wenn wir die Dynamik, die Spritzigkeit verlieren, ist auch Gefahr, dass wir plötzlich abhängen. Und wenn wir auch nur immer auf uns selber schauen, das tun wir ja so typisch Schweizer, wenn wir immer hören, wie die anderen finden, sagen, ja, die Schweizer sind ja toll, wenn sie mal nicht sagen, sie sind ja toll, dann ist man doch irgendwie beleidigt. Also, einerseits tun wir so selbstbewusst und andererseits haben wir einen Minderwertigkeitskomplex. Das ist ja so das Absurde, oder? Also wir fühlen uns einerseits wie die Amerikaner, fühlen uns als auserwählte Volk, aber im Gegensatz zu den Amerikanern fehlt uns dann selbstbewusst, wenn wir unsere Position müssen klar machen. Aber für das wir das können, müssen wir die anderen auch kennen. Und zum Beispiel finde ich jetzt ganz ein Klassiker, Doris Leuthard hat das Luftverkehrsabkommen mit Deutschland ausgehandelt und ist kaum wieder in der Schweiz gewesen, hat sie nur noch Innenpolitik gemacht. Da hat sie nämlich gesagt, ja, das wird ja schon nicht so heiß gegessen, wie es da ausgehandelt ist, aber die lesen dann nicht, ich kann ja auch Deutsch. Sie haben so Schweizerdeutsch gesagt, sie hat in der Zeitung gestellt. Und heutzutage lesen die auch Schweizerdeutsch. Dann hat der Ramsal gesagt, ja sicher, wir lösen nicht verarschen. Und das tun wir so typisch Schweiz, mit Bumm ist man in der Grenze, denkt man nicht mehr strategisch. Also man hat keine Intelligence, man hat keine Nachrichtendienst, der auch im zivilen Bereich durch Informationen sammeln und auch kann zukünftige Schritte von unseren Konkurrenten und Partnern kann voraussehen. Man muss das können antizipieren. Und da sind wir eigentlich viel zu schwach auf der Brust, wenn wir in diesem System bestehen wollen. Wenn wir wollen, und ich nehme jetzt mal an,
wenn wir doch hier sind, wenn wir unabhängig bleiben, müssen wir das können. Das wären meine Ausführungen, meine Herausforderungen gewesen. Und jetzt gibt es noch Diskussion, oder? Wenn ihr noch möchtet. Jawohl.